Verdammt. Also wird es Krieg geben. Diese Idioten. Ihr seht scheußlich aus. Steckt mich bloß nicht an. Halt's Maul. Ich habe schlechte Nachrichten. Ich grüße euch, Gefährte. Sehr schlechte Nachrichten. Bleibt weg von der Aretino-Residenz. Dieser Ort ist verflucht. Gibt es Neuigkeiten von Hochfels? Kein Mucks. Verdammt sei Tullius. Dann habe ich mich in ihm getäuscht. Ihr hattet recht, Galmar. Könnt genau schon wieder? Ich bin nicht zu Scherzen aufgelegt. Gebt den Befehl, mein Gebieter. Und Weißlauf gehört euch. Weißlauf ist nur ein Mittel zum Zweck. Ich habe unser Lager inspiziert. Wir sind bereit, Ulfric. Wann immer ihr seid. Wird je ein Mann bereit sein, den Befehl zu geben, der den Tod so vieler nach sich ziehen wird? Nein. Und nicht jeder Mann vermag, diesen Befehl zu geben, wenn er es muss. Doch ihr seid dieser Mann, Ulfric. Ihr wart es einst und ihr werdet es wieder sein. Und diese Männer und Frauen, sie nennen sich Sturmmäntel, weil sie an euch glauben. Sie sind der gemeinste, zäheste und härteste Haufen, den Himmelsrand je gesehen hat. Und sie sind bereit. Sie sind so sehr bereit wie ihr, wenn nicht noch mehr. Seid ihr sicher, dass wir bereit sind? Die Armee von Weißlauf wird zweifellos von kaiserlichen Soldaten verstärkt. Und die Mauern um Weißlauf mögen alt sein, aber sie halten. Wir sind bereit. Ich selbst mag ja alt sein, aber ich würde diese verdammten Mauern mit bloßen Füßen eintreten, wenn ihr mir nur den Befehl dazu geben würdet. Ha, und das würdet ihr auch fertigbringen. Also gut. Es ist soweit. Ja! Sendet die Botschaft, ein neuer Tag bricht an und die Sonne geht über Weißlauf auf. Jawohl. Und die Söhne von Himmelsrand werden diesen neuen Tag mit gebleckten Zähnen und blitzenden Schwertern begrüßen. Es geht also los. Eilt zu unserem Lager in Weißlauf. Ich brauche euch an vorderster Front. Ich habe so eine Verdammt. Ahnung, was euch betrifft. Euer Platz ist auf diesem Schlachtfeld. Ich brauche euch dort. Dann überantworte ich sie ihren Göttern, an welche auch immer sie glauben. Talos sei mit euch. Verdammt. Wir nehmen die Stadt ein. Trefft euch mit den Brüdern, die sich für den Angriff sammeln. Kämpft gut oder sterbt gut. Talos sei mit euch. Wir nehmen die Stadt ein. Okay, trefft euch schon. Mit den Brüdern, die sich für den Angriff sammeln. Kämpft. Verdammt Angst. Schlacht um Weißlauf. Talos sei mit euch. Ihr seht scheußlich aus. Steckt mich bloß nicht an. Die Dunmeer nehmen ihre Gebäude gerne neu Gnieses Grün zu sich. Ich hatte gehofft, das würde auch so klar gehen. Und Jarl würde es annehmen.
Dann werden wir wohl kämpfen. Und Weißhelm wird einen neuen Herrscher bekommen. Mit dem Bau. Ihr solltet wirklich einige Ausrüstungsgegenstände loswerden, die ihr nicht braucht. Geht rüber zu Sadris Gebrauchtwaren und sprecht mit dem Elfen. Aha. Auf nach Weißlauf. Das kann ja was werden. Ach nö. Ich hab dann Hausleute. Lass bitte mein Haus heile. Sie sagen, unsere Sache sei Unrecht. Beschimpfen uns als Diebe, Halunken. Wir sind nur so weit, weil unsere Sache gerecht ist, weil wir vereint kämpfen und weil unsere Herzen vor Zorn schier bersten. Was wir hier und heute tun, tun wir für unser Land, für alle wahren Nord von Himmelsrand. Die Mauern von Weißlauf sind hoch, aber auch alt und brüchig. Genau wie das Kaiserreich, dessen Armee sie beschützt. Ihre Barrikaden behindern uns, aber wir werden erst sie und dann die Kaiser sich hinter ihnen zerschmettern. Wenn wir sie herunterlassen können, gehört die Stadt uns. Alle zu mir auf mein Kommando. Zeigen wir diesen kaiserlichen Milchtrinker wie echte Nordaufsehen. Na dann, ich bin gespannt. Tod. Tod. Ja, wir werden sowas von drauf gehen. Ich werde mein Bestes versuchen. Vielleicht sollte ich gerade mal einmal speichern. Nein, Taschendiebstahl will ich nicht. Engel Soldaten. Da steht mein Pferd. Lass mein Pferd in Ruhe. Für die Söhne von Himmelsrand. Bogenschützen. Ich sollte ein bisschen regenerieren. Keine Bogenschützen mehr da. Kacke, wie komme ich denn da hoch? Gar nicht. Okay, da muss ich irgendwie hin. Das ist schlecht. Ich muss mich irgendwie durchkämpfen und das Tor aufmachen. Mir geht's schlecht. So ein Mist. Zum Glück habe ich einen Save Point. Sollte öfters speichern.
elender Hund. Barrikade eingebrochen. Geh mal hier hoch. Da ist nicht der General. Sorry. Da müssen wir irgendwie hinkommen. Okay, sollten wir hier kurz. Spielstand. Damit ich nicht so weit wieder zurück muss. Gut, können wir die nicht. Äußerst schade. Ich werde euch töten. Oh, Kacke. Die hab ich nicht kommen sehen. Das war schon. Bogenschütze. Der anderen mal reinlassen. Oh, Kacke. Ich auch nur schleichen kann. Kümmert du dich um den. Ich schleiche dann mal weiter. Eigentlich müssen wir das Tor ja nur aufkriegen. Ich weiß bloß gerade nicht wie. Aufmachen. Ein Hebel. Ich ein Hebel. Verdammt. Sag mal, das muss doch irgendwie. Unpraktisch, dass ich keine Ahnung habe, wie man hier bedient. Bogenschütze. Es muss doch irgendwie möglich sein, hier einen Hebel zu bedienen. Oder nicht? Dann machen wir es eben nicht auf. Was eine Schande hier. Und schon wieder tot.
Etappenweise kämpfen wir uns vor. Gemacht und doch Nahrung zu mir genommen. Ich würde gerne ein bisschen regenerieren, bevor ich wieder kämpfe. Wüsste, wie ich die Liebe aktiviere. Ich sag, das völlig unmöglich ist. Wüsste den. Öffnen können. Okay, kann ich nicht. Na komm schon. Mhm. Aktivieren. Genau so. Zwinge Jarl Balrog dazu, sich zu ergeben. Na, entweder das oder er wird getötet. Alle gingen ein. Kommen wir nicht lang. Da ist mein Haus. Mir wäre lieb, wenn das stehen bleiben würde. Ruhe und Frieden. Die Leute von uns, die gestorben sind. Und durch hier. Den Platz verwüstet. Skandalös. So oft habt ihr mich hier festnehmen wollen, obwohl ich hier Tarne war. Hier komme ich. Genug. Schnell schmeicheln und hoch hier. Ja, gerade zur Seite schaffen. Er geht durch. Mit den besten Grüßen an Ulrich. Ist es jetzt ein bisschen spät, meint ihr nicht? Bleib zurück, Herr. Ich werde doch nicht zulassen, dass dieses Pack meine Stadt erobert. Ich schütze den Jahren mit eurem Leben. Und Endboss. Oh, Kacke. Das war nicht gut. Für
für den Kaiser! Woher seid ihr gekommen? Dafür ist es ein bisschen spät, meint Bleib ihr nicht? Zurück, Herr. Ich werde doch nicht zulassen, dass dieses Pack meine Stadt erobert, ohne selbst das Schwert zu ziehen. Stechen wir mal von der Seite ran. Das sind irgendwie ein bisschen zu viele hier. Für meinen Geschmack. Die müssen wir rauslocken. Wir generieren mal ein bisschen. Ohne selbst das Schwert zu ziehen. Oh, Kacke, das überlebe ich nicht. Rückzug. Na komm. Bitte was? Ich hatte den schon. Das war eigentlich eine sehr gute Situation. Okay, ich brauche eine Regeneration. Ohne selbst das Schwert zu ziehen. Ich verbiss mich. Willst du irgendwo essen? Und hier irgendwo essen rum. Na komm, 101. Was macht sie denn da? Pass ein bisschen auf. Na komm. Na komm. Ich ergebe mich. Ich ergebe mich. Frieden! Hört auf zu kämpfen! Das ist ein Befehl! Aufhören! Altruf! Wegner Graumähne. Eure Familie war auf den Mauern auffällig abwesend. Jetzt weiß ich warum. Hätte ein Dolchstoß in den Rücken nicht gereicht. Glaubt ihr, das ist was Persönliches? Das Kaiserreich hat nichts mehr in Himmelsrand zu suchen. Jetzt nicht mehr. Und ihr? Ihr habt nichts mehr in Weißlauf zu suchen. Noch ist dies eine angenehme Position. Doch hört auf meine Worte, alter Mann. Bald wird die Rebellion Ulfriks Leuten über den Kopf wachsen. Und was dann? Wir brauchen das Kaiserreich ebenso sehr, wie das Kaiserreich uns braucht. Wir Nord sind das Kaiserreich. Unser Blut hat es vernichtet. Der beste Angriff ist eine gute Verteidigung, stimmt's? Wenn das mein Kaiserreich wäre, könnte man verdammt nochmal anbeten, wen man will. Wollt ihr ein Kaiserreich raus ohne mit euch? Ohne Seele? Bekämpfen sollen wir diese Hexenelfen. Ich gebe auf. Ihnen auf die Knie fallen. Lass mir ein paar Stunden Marionette zum Talmor. Dann verschwindet. Himmelsrand braucht einen Großkönig. Ich verstehe nichts, was hier gesagt wird. Und Weißlauf braucht einen Aber wir haben besiegt. Der dasselbe tut. Sagt mir, Wigner, war es all das wert? Wie viele der Leichen, die unsere Straßen säumen, tragen die Gesichter von Männern, die euch einst ihren Freund nannten? Was ist mit ihren Familien? Schluss jetzt! Alle beide! Da draußen steht eine Stadt in Flammen, die regiert werden muss. Er hat recht. Galmar, kommt, lasst uns für Ordnung sorgen. Das ist noch nicht vorbei. Hört ihr mich, ihr alter Dummkopf? Das ist noch nicht vorbei. Und ihr? Ein Sturmmantel? Ich hätte mehr von euch erwartet. Ihr werdet diesen Tag alle noch einmal bereuen. Ja, wir werden es sehen. Windhelm.
berichtet Ulfric von unserem Sieg. Schlacht um Weißdampf. Über diesen Tag wird man in Liedern singen. Und er nimmt jetzt den Jarlsposten ein. Geht nach Windhelm und berichtet Ulfric von unserem Sieg. Mach ich. Kein Gates dabei. Sehr schade. Ich hoffe, mein Haus haben sie stehen gelassen. Missachtet das Gesetz und ihr missachtet mich. Alles brennt. Na, fantastisch. Interessant, dass aus der Bruderschaft noch keiner angegriffen wird. Jetzt gehe ich mal ein bisschen plündern. Im Namen des Jarl. Keine Bewegung. Hier scheint alles in Ordnung zu sein. Das sind doch unsere Männer. Wird sie nur ein bisschen plündern. Nachdem... Es kostet mich dann wieder 100. Es ist so, wie unlogisch ist das denn jetzt? Schon herrscht die Schlacht ist gerade vor ein paar Minuten geschlagen. Ich kenne euch doch. Schon steckt uns schon wie aufschließen. Das ist mein eigenes Haus. Da werde ich wohl rein dürfen. Was ist eigentlich mit Lydia? Ist die noch hier? Oder wann haben wir die verloren? Ach hey Lydia. Hab dich vermisst während der Schlacht. Was benötigt ihr, mein Tane? Geht voran. Die Unterstützung hätten wir gebraucht. Aber ist gut, dann ist sie wenigstens nicht gestorben. Musste man nicht auch noch auf Lydia aufpassen. So. Ruf zu Ulfric Sturmmantel. Verkünden wir den Sieg. Damit haben wir doch eine wichtige Stadt. In Skyrim. Die Waffe wird vielleicht nervös, wenn sich eine. Hat er eigentlich nicht mitgekämpft? Das wäre doch eigentlich. Eigentlich muss der König doch. Tullius, doch ganz vorne wir mitkämpfen. Wir haben das Kaiservolk aus Weißlauf vertrieben. Das ist gut. Sehr gut. Jetzt kontrollieren wir das Zentrum. Das ist eine mächtige Position. Eine, die ich zu halten beabsichtige. Wir nennen euch jetzt Eisadler. Denn das dicke Blut unseres Landes ist in euer Herz geflossen. Hier, nehmt dies. Das ist das Schwert eines kaiserlichen Offiziers. Eine passende Waffe, um sie gegen den Feind einzusetzen. Ein Zwergenschwert.
mit größeren Freiheiten werdet ihr uns vermutlich mehr nutzen. Also greift das Kaiservolk so an, wie ihr es für richtig haltet. Aber ich möchte außerdem, dass ihr unser verborgenes Lager in Falkenring findet. Galmar wird besondere Aufgaben für euch haben und wird euch brauchen, wenn wir die Hauptstadt befreien. Ihr werdet genau das tun, was Galmar euch befiehlt. Und für so viel Chaos wie möglich im Namen des Kaiserreichs und jedes Jahr sorgen, der es unterstützt. Talos möge euch leiten. Habt ihr schon gehört? Auf dem Berg Antor im Nordwesten soll ein Drache schlafen. Aha. Hier schlafen einige Drachen. Zwergenschwert. Schaden 9. Ja, vergiss es. Eine Axt, die 27 Schaden macht. Ich muss die Augen offen halten. Diese verdammten Drachen könnten jeden Augenblick zuschlagen. Noch nicht hier. Lydia. Du schlägst den Weg. Wir nehmen ihre Gebräue gerne im Neugnieses-Turm zu sich. Warum sie diesen Ort nicht einfach Was treibt er denn hier? Ihr seht scheußlich aus. Was auch immer man euch über meine Fähigkeiten erzählt hat, ist vermutlich wahr. Stärke und Stahl sind ja schön und gut. Das wäre einer von den Weißen. Ist die Wahrheit. Von den Graubärten. So, wie sieht jetzt mein Quest aus? Befreiung von Himmelsrand. Da haben wir noch einige Sachen. Das Wissen der Alten. Das haben wir noch nicht abgeschlossen. Ich denke, wir können das nächste Mal erstmal die Quest hier weitermachen. Die Befreiung vom Himmelsrand können wir erstmal warten. Jetzt haben wir Weißlauf befreit. Können wir mal hier von der Akademie der Winterfeste weiter nach Norden aufbrechen. Aber erstmal machen wir uns einen bequemen Weißlauf. Würde ich doch sagen. Sprich mal mit dem neuen Jarl. Gibt es etwas Neues von unserem Steinbruch? Und guck mal. Das Haus steht ja noch. Ich fürchte, ihr könntet krank sein. Wie war jetzt ein neues Lehmann Weißlauf? Gestern habe ich gesehen, wie ein Drache über der Stadt flog. Wie es aussah, war er auf dem Weg nach Nordosten. Wir werden bestimmt nicht lange bleiben, aber trotzdem. Alles in Ordnung? Jetzt sind die Soldaten des Sturmwinds hier. Na endlich. Die kaiserlichen Wachen haben ein bisschen genervt. Die Sturmwinde werden wahrscheinlich genauso nerven, aber immerhin. Es ist schön, euch wieder... Wigner und ich haben alle Hände voll zu tun. Es ist keine einfache Aufgabe, für das alles zu sorgen. Nun, es könnte schlimmer sein. Der frühere Vogt, Proventus, hat alles sehr detailliert aufgezeichnet. Aber natürlich war es viel Arbeit. Wigner möchte nicht, dass der Wechsel sich negativ auf die Einwohner auswirkt. Sie haben schon genug andere Probleme. Gut, außerhalb der Stadt? Nein, möchte ich nicht. Lebt wohl, meine Dame. Als die Sturmmäntel, die herrscht... Es ist schon eine Weile her. Er fehlt mir, aber er kehrt nicht mehr zurück. Daran besteht kein Zweifel. Er wusste, worauf er sich eingelassen hat. Ich mache niemandem einen Vorwurf. Ja, passt auf euch auf. Der
beste Angriff ist eine gute Verteidigung, stimmt's? Ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr ausseht.